Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Und außerdem ist hier natürlich auch unsere Celeste. Und beide sind gerade so happy und das macht mich so glücklich. Zu Beginn kann ich auf jeden Fall sagen, wir hatten ja darüber geredet, ob wir Celeste vielleicht früher altern. Und ich habe mir gedacht, wir werden dann heute vielleicht die Meilensteine abschließen können. Und dann werden wir sie beim nächsten Mal altern. Ich finde das fair. Weil dann, finde ich, geht es auch nicht zu schnell, aber eben auch nicht zu langsam, dass es irgendwie langweilig wird. Also ja, dann versuchen wir noch Kunstsinn zu entwickeln und die Bewegungsfähigkeit zu maximieren. Frage mich, ob man dann einfach Bilder angucken muss. Also sie guckt sich jetzt einfach mal dieses Häschenbild an und mal gucken, ob das vielleicht dann schon entsteht. Danke fürs Reparieren. Das ist tatsächlich dadurch entstanden. Und jetzt lassen wir sie noch ein bisschen rumlaufen. Süß, einfach im Garten ein bisschen spielen. Also ich finde es cute. Und dafür haben wir den Garten, ja. Okay, jetzt ist noch nicht maximiert, aber das kriegen wir wahrscheinlich trotzdem heute hin. Jetzt wird noch gegessen. Wieso? Oh, sie fragt schon von selber, ob sie ins Bett kann. Ach, süß. Mami kommt ja auch erst um 22 Uhr, also von daher, vielleicht ist es gut, wenn man so müde ist. Außerdem wollten wir heute das Schlafzimmer mal ein bisschen umgestalten, also ein paar Sachen hinzufügen. Und außerdem würde ich Amaya, glaube ich, gerne mal eine neue Frisur geben. Weil ich meine, Celeste ist jetzt ja auch kein ganz kleines Mädchen mehr. Da kann man die Haare schon mal wieder offen tragen, ohne Angst zu haben, dass sie einem rausgerissen werden. Wie wäre es denn damit einfach? So hat sie einfach ihre Haare ein bisschen geöffnet, vielleicht auch ein bisschen geschnitten. Muss ja auch mal passieren, ne? Nee, das gefällt mir, glaube ich, erstmal. Ach, süß. Amaya ist einfach so ein hübscher Sim, ne? Komm einfach nicht drauf klar. Und ich habe ja nichts an ihrer Genetik geändert. So, sie ist adoptiert und sie hat einfach so krasse Gene bekommen. Ach, und ich finde es halt realistisch, wenn man regelmäßig so ein bisschen seine Frisur ändert. Gerade im Teenageralter. Also, couldn't be me. Nein, aber man probiert ja auch viel aus. Und ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so dramatisch in ihrem Fall. Vielleicht schneiden wir ihre Haare auch mal kurz. I don't know. Also erstmal nicht, aber könnte eine Sache sein, die wir irgendwann machen. So, dann geht sie erstmal schlafen und morgen richten wir dann ihr Zimmer ein bisschen anders ein. Nee, du musst deine Mutti nicht wecken, wenn du Pipi musst. Das kannst du schon alleine. So, und du kannst ja mal Pfannkuchen machen. Aber wir begeben uns jetzt erstmal in den Baumodus. Ich hasse Vorhänge. Ja, die finde ich immer noch am besten. Aber die benutze ich halt auch immer. Das ist halt auch so ein bisschen, ha. Dann ist es vielleicht mal sinnvoll, wenn sie eine Kommode hat. Weil so ein paar Kleidungssachen hat sie jetzt ja mittlerweile schon. Die ist ja so süß, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob die hier jetzt so unbedingt zu ihr passt. Guck mal, das hier sieht auch voll Secondhand aus. Das sehe ich. Dann so ein Spiegel da drüber. Ein bisschen mehr was an der Wand ist generell ja ganz gut. Sowas sehe ich irgendwie so vorbildsmäßig, maybe. Oder halt, also es kann auch eine artistische Choice sein, aber irgendwie passt es. Sehr cool. Dann ein Mikrofon. Macht vielleicht nochmal so zusätzlich Sinn. Ich weiß nicht, ob sie das so benutzen kann, ist aber auch egal. Selbst wenn es nur Deko ist. Finde ich es gut genug. Und hier in der Ecke müssen wir auch irgendwie noch irgendwas hinstellen. Oh, das passt hier genau. Yay. Ich liebe diese Lichterkette einfach zu sehr. Aber ich will da eine andere, so eine Säule hinstellen, weil das sieht ein bisschen kacki aus. Tada. Besser. Zurück zu ihrem Zimmer. Von Höckchen auf Stöckchen, ha? Huh? Eine Lampe geht immer, ha? Huh? Ich glaube, ich finde das süß, wenn hier so eine Lichterkette über dem Fenster hängt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte hier noch irgendwas hintun, aber ich weiß nicht was. Ich meine, so ein Mülleimer neben dem Arbeitsplatz macht natürlich auch Sinn. Stimmt, sie hat gar keinen normalen Computer. Dann mache ich halt so ein kleines Büro. Das ist die weirdeste Shape von einem Haus jemals, aber egal. Okay, also wir haben einen Schreibtisch und nochmal ein Bücherregal hier hinten. Jetzt würde ich hier noch ein Bild oder so aufhängen. Ja, Sonnenblumen. Finde ich gut. So, und dann kann man das so zuziehen, you know. Das finde ich eigentlich geil. Doch, ich glaube, ich finde das cool. Ich nehme einfach 50 Minuten auf und ich habe nichts getan, außer das Haus umgestaltet. Upsi-dupsi. Aber ich liebe es auch. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Wenn ihr auch irgendwie Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja, natürlich macht sie das Haus wieder kaputt. Yay. Wieso hat sie denn jetzt nur einen Pfannkuchen gemacht? Ich wollte doch, dass sie mehrere macht. Naja. Hallo Amaya, wir brauchen einen berühmten Partner, um im Rahmen einer zielgerichteten Werbekampagne den Kabelkanal TV-Dinner zu promoten. Okay, was müssen wir machen? Wir werden dir die Videostation, um aufgenommenes Material hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird dich in einige Kochszenen einbauen und dich für die Benutzung deines Bildes bezahlen. Oder Filmmaterial von dir beim Kochen. Ja, das machen wir doch. Das ist ja easy peasy.
Tantiemenbericht, ey, einfach 1400, ne? Das ist so, so krass. Oh, wir sollen zu Luna. Ja, können wir ja nochmal eben machen. Hi, Girl! Wir müssen auch noch Fotos zusammen machen für meine Wand. Max ist jetzt ein Teenager. Wir haben mal mit dem geredet, als er noch ein Kind war. Wo ist er? Hier, Max Villarreal ist jetzt ein Teenager. Crazy. Oh. Jack ist tot. Oh, das ist schlecht. Das heißt, sie müssen sich jetzt um sich selber kümmern, ne? Oh je. Warum sind die alle schlechte Qualität? Warum ist Jeremy hier? Sie mag fotografieren nicht. Okay, kein Problem. Ich möchte trotzdem ein Foto für meine Wand. Okay, wir haben jetzt zumindest ein Foto. Können wir die Urne vielleicht irgendwo hinstellen, Alter? Weil, also es ist ein bisschen wild, wenn die hier so mitten im Eingang steht. Aber sie sieht richtig süß aus. I like her outfit. Wer ist Lexus? Was zum... Luna hat auch ein Kind? Mit Caleb Vator? Was ist passiert? Hä? Wussten wir, dass sie schwanger war? Nein, oder? Und vor allem, das Kind ist schon ein Kleinkind. Das heißt, wir haben das die ganze Zeit nicht bemerkt. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass Luna nicht mehr so viel Zeit für uns hat. Hat sie noch mehr Kinder? Current Children 2. Sag mir nicht, dass hier diese Rigby, dass das ihr Kind ist. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, doch! Wenn sie schon ein Kind ist, dann ist das ja schon, dann ist sie ja schon ewig Mutter und vor allem Mutter von zwei Kindern. Wer ist dein Elternteil? Auch Caleb. Sie ist mit einem Vampir zusammen? Also ich bin gerade so verwirrt, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was wir mit dieser Info anfangen sollen. Ich gehe lieber. Ich bin gerade überfordert damit. Ich werde es vielleicht privat machen, dass ich Caleb bei denen einziehen lasse oder so. Und dann gebe ich den Kiddies vielleicht auch ein Umstyling. Wie konnten wir das nicht bemerken, Bro? Vielleicht fühlen wir uns deswegen gegenseitig so verbunden, weil, naja, wir sind beide Teenie-Mütter. Aber ich habe mein Kind nicht mit einem Erwachsenen gezeugt. Und auch nicht mit einem Vampir. Okay, dann starten wir eine Aufnahme und dann kochen wir irgendwas. Wir machen einen Blaubeerkuchen. Lecki. Aber du kleine Maus, darfst nicht hier sein. So, und das Foto kommt jetzt hier oben rein. Süß. Das ist mal der richtige Winkel. Hör mal. Gibt's ja gar nicht. Und ich will hier noch übrigens sagen, Computer sperren für jeden außer Haushalt. Weil sonst ist unser Besuch permanent da dran. Ach so, und nebenbei schaut sie auch noch fern. Also das ist eine tolle Aufnahme dann. Wenn man die ganze Zeit hört, was da im Fernsehen läuft. Schön. Yay. Das hat geklappt. Aufnahme beenden. Hausmannskost. Mal gucken, ob das so richtig ist. Wir müssen das vor allem nicht bearbeiten. Das ist halt auch ganz cool. Mein erstes Kochvideo. Hashtag Blaubeerkuchen. Hashtag Baking. Dann übertragen wir das direkt. Und die kleine Maus darf jetzt gleich nochmal ein bisschen herumlaufen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ansonsten, ich glaube, Tanzen bringt auch was. Hier, Kindermusik. Okay, wir gucken jetzt nochmal. Muss sie das bearbeiten? Ich glaube nämlich nicht. Nee, sie muss es nicht bearbeiten. Gut. Ja, dann hier ist auf jeden Fall Kochen. Dann laden wir es hoch. Yay, 100 Simoleons, was? Amaya, dieses Material ist einfach spitze. Unsere Cutter schneiden es gerade, um damit es die Bedürfnisse des Kunden erfüllt. Aber keiner ist auch sicher, er wird es lieben. Okay, aber es wirkt jetzt trotzdem nicht so, als hätten wir das jetzt vernünftig abgeschlossen. Egal. We did the thing. Yeah, dance. Woo! Komm, Mami kann mittanzen. Süß, ihr beiden. Warum haben die ein unangenehmes Gespräch? Was ist denn mit euch? Level 5 der Tanzfähigkeit. Slay. Hallo. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Luna möchte auch vorbeikommen, aber nee, Girl. Also das ist gerade ein bisschen viel Information. Warum ist er traurig? Warum ist er traurig? What happened? Oh, sie kann ja mein Ständchen bringen. Das ist doch süß. Da hat er sich bisher immer drüber gefreut. Guck mal über MCC nach, warum er traurig ist. I don't know. Da steht nur, dass er gerade deprimiert ist. Warum, wissen wir nicht. Oh, aber ihr seid so süß. Wir können ihn mal einladen, über Nacht zu bleiben. Guck mal, jetzt ist er glücklich. Süß, er möchte bleiben. Ist ja auch ein Samstag, da kann man das schon mal machen. Nein, es gibt immer noch keinen Abschlussball. Und nein, ihr seid auch nicht sauer, weil ihr euch nicht gegenseitig eingeladen habt. Persönlicher Bruch? Warum das denn? Och, ihr seid so süß. Die stehen so im Badezimmer und das Kind so, ich muss kacken. Was ist hier denn jetzt los? Sim auf dem Rückzug. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Also das ist bisher am schwersten. Aber egal, wir machen es einfach nächstes Mal mit dem Altern und dann so oder so. Papalapap. Oh mein Gott, er hat sich schon hingelegt. Er scheint sehr müde zu sein. Emotionsbombe. Ich kann sie jetzt nicht verübeln. Die beiden reden jetzt noch miteinander. Ach, ihr seid süß. So, ab in den Schlaf mit dir. Dann geht's für dich auch in eine Haier. Was eigentlich auch voll schlau ist, wenn man halt draußen auch so Lichter hinmacht. Also an die Türen jetzt. Ja, genau sowas meine ich. Zumindest so ein bisschen Licht. Emotionaler Ausbruch. Ja, yeah. Schlaf einfach, Girl. Was wünscht sie sich denn hier? Ach, Jeremy küssen.
Als ob es schon wieder Winter ist. Hi, Jeremy. Er isst jetzt das Törtchen, was sie geschenkt bekommen haben. Ja, wir hätten das schon lange essen müssen wahrscheinlich. Du kannst dann nochmal Eier und Toast zum Frühstück servieren. Ich bin jedes Mal so krass geschockt, wie ripped sie einfach ist. Oh, er muss los. Ach ja, das ist so krass. Das Kochvideo ist aber jetzt nicht so gut angekommen anscheinend. Naja, warum kann sie nicht duschen? Weil ihre Tochter mit im Raum war? Ach, übertreib doch jetzt nicht deine Lage, ey. Ich werde jetzt an der Stelle aber auch erstmal den Part beenden, weil ich nehme schon 1,5 Stunden auf. Und ja, ich weiß, dass wir halt gefühlt nichts erreicht haben, außer dass wir ein bisschen das Haus umgebaut haben und so. Aber so ist das halt manchmal. Ja, wenn man sich halt nicht entscheiden kann, ne? Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und ich bin immer noch sehr verwirrt über Lunas Geheimnis. Wenn ihr Ideen habt, wie wir damit umgehen sollen, schreibt es mir gerne. Ich gebe denen auf jeden Fall erstmal ein Umstyling. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann Celestes Geburtstag. Wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!